Verbündete schmieden. Wäre nicht schlecht, das fertig zu machen. So, hier ist mein Wolf. Ulfi, schön dich zu sehen. Ulfi. So. Hallo. Eivor. Antwi, warum bist du gegangen? Wir hätten gemeinsam zurückkehren können. Das hätten wir, aber ich war ruhelos. Ein stiller, einsamer Spaziergang klärt den Kopf. Und du schnarchst ein bisschen, wie ein kranker Bär. Du lügst doch. Ich hatte viel Freude, Eivor. Danke für deine Gesellschaft und für deine Freundschaft. Alles gut. Alles gut. Sollen wir weitermachen? Nein. Was? Zeig mir die Bündniskarte. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Hast du mit Heitam über Vinland gesprochen? Heitam? Gut, ich habe es auf der Karte eingetragen, wobei der genaue Ort etwas geraten ist. Sag mir, wenn du bereit bist, aufzubrechen. Okay. Hier kurz abräumen. Geraten. Was ist mit Oxenafort, Shia? Sigurd sagte mir, er hätte dort zu tun. Ach, ja, tatsächlich ist Sigurd gerade dort. Du sollst ihn dort treffen, sobald du kannst. Er hat sich mit dem aufrührerischen Tarn Gedrick zusammengetan und hofft, ihn im Tausch für seinen Schwur als Aldermann einzusetzen. Es gibt eine Schenke im Herzen Buckingahams. Sigurd erwartet dich dort. Alles klar. Dann gehen wir mal rüber. Wo liegt Buckingham? An der großen Use, welche Oxenafort Shire teilt. Sigurd wird sich freuen, dich zu sehen. Warum hast du jetzt so gelacht, so behindert? So dumm, ey. Okay. So, aufkeimende Widerstand. Der Stein des Paladin. Kapitel 1. Sigurd und Basim sind in Buckingham und hoffen, ein Bündnis mit dem aufständischen Tarn Gedrick eingehen zu können. Aber wonach suchen sie außerdem? Finde Sigurd und sprich mit ihm. Okay. Kannst du mal aufhören zu reden, man hört dich ganze Zeit. Deckel. Also, let's go. Flieg, Freund. Naja, da ist es doch schon. Buckingham. Buckingham. Oh, was wollt ihr denn von mir? Komm her! Was mit dir? Was ist mit ihm? Die rennen alle im Kreis wie so Behinderte. Geht von hinten ran. Von hinten? So, so. Von hinten nimmt der also. Oha. Wie schnell ich gerade geworden bin. So. Das wird Sigurd gar nicht gefallen, aber selber schuld, wenn die mich einfach so eingreifen. Ich hab nichts gemacht. Gar nichts. So. Hallo?
Bin ich nicht anonym? Jetzt bin ich anonym. Eine Schenke. Soll es sein. Diese Soldaten sind extrem angespannt. Sigurd ist nicht hier. Ich höre mich um. Was ist das? Hinter Sigurd im Buckingham. Jemand in der Schenke könnte Sigurd gesehen haben. Hä? Willst du denn jetzt? Raus mit euch! Gemeinsam schaffen wir das! Kommt ihr hier einfach so rein? Echt? So. Hallo. Ich möchte mit dir reden. Kannst du aufstehen? Soldaten hinterlassen nichts als Blut und Schmerz. Bist du die Wirtin hier? Du bist hier nicht willkommen. Ich hatte heute schon genug Ärger mit Dänen. Ich will keinen Ärger machen. Ich suche meinen Bruder, einen riesigen Nordmann. Er war für das Chaos verantwortlich. Er und diese anderen waren hier und sprachen mit Tan Gedrick. Dann kamen Lady Edwins Soldaten. Ein Kampf brach aus. Dein Bruder und der braune Kerl entkamen. Dafür wurde Gedrick geschnappt. Das war wirklich bedauerlich. Er ist in dieser Gegend sehr beliebt. In welche Richtung ging mein Bruder? Was ist dir diese Information wert? Ich habe dir eine einfache Frage gestellt. Hör mal, Däne. Wenn du eine Szene machst oder Streit anfängst, rufe ich nach den Soldaten. So. Ich weiß, du bist eine ehrliche Frau. Du scheinst diesen Gedrick zu respektieren. Wenn er mit meinem Bruder sprach, dann nur, weil er das Beste für diesen Schier will. Vielleicht bist auch du eine Frau, die Oxnafort Schier frei sehen will, auf dass es selbst über sein Schicksal entscheide. Eine Frau, die sich für ihr Dorf erhebt und sich nicht von den Stiefeln der Unterdrückung zerquetschen lässt. Ich hoffe, so bin ich. So eine Frau würde mir helfen, Gedricks Freunde zu finden. Da hast du wohl recht. Dein Bruder und sein Freund sprangen durch dieses Fenster und liefen in Richtung des Flusses. Vermutlich verstecken sie sich in einer der Fischerhütten. Fischerhütte. Basim wollten nach Süden. Sie können nicht weit sein. Ich sollte entlang des Flusses suchen. Ah ja, ich sehe schon. Mann, Mann, was haben die hier gemacht, Alter? Hier geht's rein. Ein gutes Versteck. Hallo. Ibims. Ein Wikinger. Halt! Warte! Alan Wasserhalan, Eivor. Wir hätten dir den Bauch aufschlitzen können, Wolfsmal. Warum so nervös, Bruder? Sieht dir gar nicht ähnlich. Der halbe Schier ist hinter uns her, wie du vielleicht bemerkt hast. Kamst du deshalb nicht nach Hause? Weil du mit den mercischen Soldaten Verstecken spielst? Dein Bruder ist ein vielbeschäftigter Mann. Zahlreiche Pflichten lasten auf ihm. Okay, schön, dich wiederzusehen. Es ist schön, dich wiederzusehen, Basim. Auch wenn du meinen Bruder schlecht auf seine Aufgaben vorbereitet hast. Es liegt nicht an mir, deinen Bruder wie eine lahme Mähre zu führen. Das wäre gar nicht schlecht. Bruder, wir haben Bündnisse zu schmieden. Schick ihn zurück, wo er herkam, und geh deinen eigenen Weg. Eivor, bei den Göttern. Schön, dich bei uns zu wissen. Und in der Tat sind wir einem Bündnis schon näher gekommen.
Gedrick, einer der hiesigen Tane, schwor mir einen Eid. Ich habe von ihm gehört. Die Wirtin erwähnte außerdem eine Edwin, die Soldaten befehligt. Warum verbünden wir uns nicht mit ihr? Lady Edwins Gatte war der Aldermann des Schiers, bis Gudrums Heer seinem Leben ein Ende setzte. Nun führt sie den Kampf ihres Mannes mit dem Beistand von König Alfred von Westsexer fort. Edwin will sich an den Dänen rächen, die ihr den Mann und die Lebensgrundlage nahmen. Es heißt, Alfred sei ein furchterregender König. Wenn Edwin seine volle Unterstützung gewinnt, fällt dieser Schier an Westsexer. Und um sie zu bekämpfen, sicherst du dein Schwert einem kleineren Tarn zu, der eine Bande von Bauern und Fischern befehligt. Hab Vertrauen, Eivor. Ein paar hundert Sachsen mit Heugabeln und Hippen sind eine ernstzunehmende Macht. Götter. In allen Männern und Frauen, ob adlig oder Bauer, schlummert der Funke von etwas Größerem. Das ist wahr. Manchmal größer, als ein gewöhnlicher Geist erfassen kann. Nun, Edwin hat Gedrick in Ketten gelegt. Da geht euer schöner Plan dahin. Nicht, wenn wir schnell handeln. Die Gefangenen sind im Langhaus. Mit dir könnten wir einen Überraschungsangriff wagen. Wenn wir mit Gedrick die beste Aussicht auf ein Bündnis haben, sollten wir es tun. Der Stein des Paladin. Wikinger! Flehe! Sigurd, hat Basim dich zu etwas überredet, das nur wenig einbringt? Eivor, hast du kein Vertrauen in mein Kriegshandwerk? Ich schätze Basims Weisheit, doch er folgt mir. Immer. Er kommt mir vor wie jemand, der nur sich selbst traut. Basim ist von Natur aus verschlossen, aber er ist weise und aufrichtig. Und er hat mir die Augen für eine große Wahrheit geöffnet. Er hat mir eine Belohnung versprochen, so ungewöhnlich, so unglaublich, dass sie dir den Verstand rauben würde. Bruder, unser Bund besitzt das eiserne Heft einer Streitaxt. Lass dich nicht von Basim und seinen verlockenden Weissagungen von unserem einfachen Ziel abbringen. Ui. Unser Ziel steht fest. Wir werden erst über Mercia und dann über ganz Englerland herrschen. Aber Basim ist so scharfsinnig. Er liest so vieles in meinen Gesetzen. Nein, bin ich nicht. Er kennt die Gebete meiner Vorfahren. Okay, begib dich zum Langhaus. Ja, komm. Wir lassen uns alles irren. Stirb! Was ist mit mir? Aber ich würde sagen, demnächst bin ich durch. Nicht mehr lange. Bam. Okay, weiter. Nun, wir werden meine Geschichte etwas später besingen. Warte, was machst du? Geh da runter, Mann. Komm weiter, komm. Kein Bock auf die. So. Hat Sigurd auch einen Zweihänder? Ja, gell? Nice. Bam. Bam. Komm her. Stampf sein Leben weg. Und du? Ach. Nimm die auseinander, Mann. Was steht ihr da rum, Behinderten? Mann. Zack.
Gib ihm. Wer noch? Da ist dein Fall zurück. So. Gehen wir rein. Aufbrechen. Hallo. Sigurd, töte das stinkende Fischweib. Haltet ein. Der Verräter Gedrick kommt vor Gericht. Wie all die anderen verräterischen Tarne dieses Schiers. Du bist die Verräterin, Edwin. Du führst Alfred von Westsexer und sein Heer hierher. Halt deine Ale-Luke, Gedrick, du Schoßhund der Dänen. Du verkaufst uns an Westsexer und an diesen verfluchten Alfred. Das lassen wir nicht zu. Reden wir darüber. Herren, es besteht kein Grund für Blutvergießen. Wir alle wollen Frieden für Oxenfurt. Wir finden sicher eine Lösung. Heidnische dänische Schlange. Stinkender Misthaufen, ich scheiße auf euch alle. Herren, oh, alle. Wähle deine nächsten Worte mit Bedacht. Vor dir steht der zukünftige Herrscher von ganz Englerland. Sigurd. Vom hungrigen Raben-Clan. Leg die Waffen nieder, lass meinen Freund frei und küss meine herrschaftlichen Füße. Du hast die Wahl. Sigurd, bist du bei Trost? Und du kannst meinen rosigen Arsch küssen, du Bauer. Ich habe genug von dem Abschaum. Sie gehören euch. Häutet sie lebendig und gerbt mir einen schönen Sattel. Alter, die ist ja mega krank drauf. Ja gut, dann kommt her. Was hast du dir da wieder eingebracht? Ein Eindringling! Wendet dich los! Gegen die Bastarde kann ich immer noch kämpfen! Hallo? Nimm dein scheiß Banner und verpiss dich. Okay, next one. Lass meinen Bruder in Ruhe, Alter. Sichere das Langhaus. Bam! Komm her! Ich hätte mit euch gekämpft. Ihr hättet mich befreien sollen. Gedrick, das ist Eivor, mein unbeugsamer Bruder. Sei gegrüßt. Das war dein Gedrick. Plan. Wolltest du Edwin mit deiner blassen Hoffnung auf den Thron umgarnen? Eine Weissagung, Eivor. Nicht Hoffnung. Dankt euch später. Edwin hat die meisten Tarne des Schiers verhaftet. Wenn es nach ihr geht, sind sie vor dem Abendessen tot. Versorg deine Wunden, Gedrick. Wir befreien deine Freunde. Und was ist mit der heiligen Frau, Fulke? Du hast uns ein Treffen mit ihr versprochen. Das habe ich. Und doch bleibt mir schleierhaft, warum ihr sie sprecht. Wo ist sie? Tarnhold weiß es. Fulke lebt auf seinem Land. Doch er stirbt mit den anderen, wenn wir die Verhandlung nicht stoppen. Weise uns den Weg und wir gehen. Je schneller du sprichst, desto eher retten wir sie. Südwestlich von hier auf halbem Wege nach Oxenfurt bei der Feste der Villa Lea. Basim, Eivor, zu den Pferden. Thank you.